herzlich willkommen zur Late-Night-Show Nummer 8. Wir haben wieder einen ganz schönen Stapel an Produkten mitgebracht und es ist nicht mal alles, was es heute zu sehen gibt, denn neben Comics und Artbooks und natürlich Rollenspiel haben wir diesmal auch Filme, die werden wir euch aber nur in Form von Ausschnitten vorstellen. Jetzt aber begrüßt erstmal den neuen Co-Moderator Kevin Pascal. Wir haben entschieden, dass ihr ihn gewählt habt nach Auszählen der Stimmen und er ist natürlich total begeistert, dass er jetzt dabei sein darf. Aber das einzige Problem ist, ich habe gehört, dass auf der vor kurzem stattgefundenen Heinz wieder gesichtet wurde. Das heißt, möglicherweise ist er gar nicht tot. Herzlich willkommen zu Late Night Show Nummer 8 ohne Kevin Pascal. Mit dabei ist diesmal der Comic Jedi, die dunkle Seite, das DSA-Abenteuer Rabenblut, der Comic Clockworks, der Film Super, ein Rückblick auf die Heinz-Con, das filmische Bollwerk Schwerter des Königs 2 und das Mass Effect Artbook. Als Abschluss gibt es dann noch den Band Wege nach Myranor und einen Batman-Comic. Passend zum kürzlichen neuen Kinostart von Episode 1 geht es in diesem Star-Wars-Comic um Qui-Gon Jinn und zwar in einer jüngeren Version, die aber zeigt, dass er immer schon ein echt schlechtes Händchen hatte, was Padawane angeht. Auf jeden Fall geht es hier um mehrere Figuren, die eigentlich nur aus den Jugendromanen bekannt sind, in denen es um Qui-Gon Jinn und um Obi-Wan Kenobi geht. Und zwar ist es eigentlich nur die Vorgeschichte eines der Bösewichter dieser Romane. Dafür, dass eigentlich versprochen wurde, dass wir hier einen Einblick in einen jungen Qui-Gon Jinn und in seinen Hintergrund bekommen, erfahren wir darüber herzlich wenig. Eigentlich alles, was passiert, lässt Qui-Gon Jinn wie immer kalt und er ist eigentlich noch stoischer als in den Filmen. Aber erstmal zur Story. Qui-Gon Jinn und sein Padawan Xanatos, ein toller Name, sowie zwei weitere Jedi, die man höchstens aus den Jugendromanen kennt, müssen nach Telos IV aufbrechen, um dort irgendwelche Machenschaften aufzuklären, die unter anderem mit dem Herrscher, der zufällig Xanatos Vater ist, zu tun haben. Eigentlich ist auch Xanatos die Hauptfigur und er wird schnell in einen ganz schönen Trubel an Verschwörungen und Todesfällen in der Familie mit hineingezogen, die ihn aber eigentlich ziemlich kalt lassen und auch uns emotional nicht so wirklich anrühren, falls wir, wie gesagt, die Jugendromane nicht gelesen haben. Eigentlich die gesamte Story ist für jemanden, der diese Romane nicht kennt, nicht so ganz verständlich, gerade was die unterschiedlichen Charaktere dort machen, die nicht so wirklich in die Story eingebunden sind, sondern nur da sind, damit es mit der Continuity übereinstimmt. Die Story ist irgendwie ein bisschen wirr oder mehr als nur ein bisschen und tut so, als wäre sie komplexer, als sie eigentlich ist. Auch passen die Dialoge nicht immer ganz zu den Zeichnungen, das kann aber auch an der Übersetzung liegen. Wir haben das Original jetzt nicht vorliegen. Insgesamt, die Zeichnungen sind okay bis gut, aber jetzt auch nicht herausragend und nicht immer schaffen sie es, in einer Actionszene genügend Klarheit zu schaffen, dass wir wissen, was tatsächlich vor sich geht. Insgesamt muss man diesen Comic nicht wirklich haben, es sei denn, man ist Fan von diesen Jugendromanen und möchte unbedingt mehr über die Figuren daraus wissen. Aber wir möchten darauf hinweisen, es gibt auch richtig, richtig gute Star Wars Comics, wenn wir das mal im Direktvergleich haben. Es läuft immer noch die Dark Times Serie um den Jedi Death Jenny. Und hier sind die Charaktere, die Story, die Dialoge und vor allen Dingen die Zeichnungen hochklassig. Die Story geht immer noch aus den Clone Wars Comics hervor, die mit der animierten Serie eigentlich gar nichts zu tun haben und sind so ziemlich die besten Star Wars Comics, die es zurzeit gibt. Insgesamt also absolut empfehlenswert. Im Vergleich dazu bekommt Jedi die dunkle Seite dann doch nur 5,5 Punkte. Nach Star Wars geht es weiter mit Batman, um genau zu sein mit Batman Incorporated. Die Serie stammt noch von Grant Morrison, der auch vorher schon Batman ordentlich umgekrempelt hat, und dreht sich um eine internationale Organisation von Helden, die sich alle unter Batmans Fledermaus-Logo sammeln, um ein Böses namens Leviathan auf der ganzen Welt zu bekämpfen. Entsprechend der Idee, dass es hier um viele Helden mit dem Fledermaus-Symbol geht, sind es auch einzelne Geschichten, die teilweise etwas lose, manchmal etwas enger miteinander verknüpft sind. Zum Beispiel geht es um den Native American Batman, Man of Bats und seinen Sohn Little Raven. Es geht aber auch um Oracle und ihre Aktivitäten im Internet 3.0 sowie um Batgirl in einem fiesen Internat für Killermädchen. Insgesamt ist der Band vielleicht nicht ganz so verwirrend wie der erste, aber das Interessante daran ist, dass er viele von den Dingen, die im ersten Batman Incorporated aufgebracht wurden, gar nicht fortsetzt, sondern an anderen Punkten weitermacht und wir teilweise gar nicht wissen, was es mit den Zeitsprüngen und den unterschiedlichen Erzählebenen aus Teil 1 zu tun hat. Immerhin wird hier aber enthüllt, wer oder was Leviathan ist, also wissen wir zumindest eine Sache. Grant Morrison muss aber echt noch eine Menge klären, bevor wir hier durchblicken können. Dass wir hier nicht so ganz durchblicken mag, aber auch daran liegen, dass es im Original ja nicht eine, sondern gefühlt mindestens ein Dutzend Batman-Serien gibt, die beim Sprung von den USA nach Deutschland immer anders eingeteilt werden und sich mal in Sonderbänden mal in der fortlaufenden Reihe wiederfinden. Vielleicht haben wir also bisher noch ein paar Teile des Puzzles übersehen, um hier wirklich durchblicken zu können. Das Artwork ist sehr wechselhaft, neben traditionellen Zeichenstilen haben wir unter anderem auch Renderbilder und naja, insgesamt bleibt es zwischen okay bis hin zu gut und dafür vergeben wir alles in allem 7,5 Punkte für Batman Incorporated.
Jetzt kommen wir aber zu DSA und zwar zu Rabenblut. Das ist ein richtig, richtig dicker Abenteuerband geworden aus einem Guss. Das sind insgesamt über 150 Seiten, die sich allesamt um das Schicksal von Al-Anfa drehen. Und zwar wirklich um das Schicksal. Hier gibt es einige Änderungen zu den Beschreibungen der Stadt, die wir vorher haben, die dafür sorgen sollen, dass es attraktiver wird als Heimat auch für Spielercharaktere. Die Heldengruppe nimmt hier starken Einfluss auf das Schicksal dieser Stadt, indem sie nämlich Erben einer Grandin werden. Diese Einbindung ist sehr hübsch gemacht, finde ich, und bietet verschiedene Ansätze, je nachdem, wie berühmt die Helden schon sind. Es gibt aber einen Einstieg, der darüber geht, dass diese Grandin eine Anhängerin der Fex-Kirche war. Das heißt, es kann von humoristisch bis hin zu ernsthaft dramatisch in jeder Form einen wirklich schicken Einstand bieten. Im Grunde ist dieses dicke Abenteuer dreigeteilt. Wir haben erstmal einen langen Stadtabenteuerteil, in dem es darum geht, das Erbe dieser Grandin anzutreten und ein ganzes Stadtviertel von Al-Anfa für sich zu gewinnen, inklusive seiner Bewohner. Danach schwenkt es um zu einem Wildnisteil und am Ende gibt es einen wirklich dramatischen Showdown. Ein bisschen aber versucht dieses Abenteuer zu viel gleichzeitig zu sein. Und ich möchte sagen, im Dschungelteil gibt es einen der coolsten Schauplätze, den es seit langem bei DSA gab, aber es wird zu wenig daraus gemacht, da hätte ich mir mehr gewünscht. Was aber schön ist, dass diese drei Teile sehr gut miteinander vernetzt sind, denn das Erbe der Grandin birgt sozusagen den Schlüssel dazu, was man dann im Dschungel suchen geht, während man einen Wettlauf mit Bösewichten anstrebt. Und die Leute, die über das Erbe zu diesem Schatz gekommen sind, sind dann auch die Bösewichte, die man am Ende hat und die sehr schick aufgepeppt worden sind, damit sie auch für heroische Helden wirklich eine Herausforderung darstellen. Das alles ist sehr gut und anschaulich geschildert und vor allen Dingen finde ich es sehr gut geschrieben. Gerade die Erzähltexte, aber auch die Details, die in den fließenden Texten vorkommen, sind gut formuliert, grammatisch in Ordnung und die Rechtschreibung ist auch gut. Was sicherlich auch viele freuen wird, ist, dass es Al-Anfa jetzt in Farbe gibt. Die wirklich schön gewordene Karte, die neu gemalt wurde, finden wir in dem Einband des Buches und können uns darauf hervorragend zurechtfinden, ob wir jetzt die Regionen von den einfachen Arbeitern suchen oder eher die Teile, wo die Granden wohnen. Es gibt viele neue Illustrationen für verschiedene Charaktere, die gut bis wirklich sehr schön geworden sind. Hier zum Beispiel. Und die Stimmung des Bandes und von Al-Anfa gut einfangen, indem sie sowohl schicke Höflinge als auch fiese Monster zeigen. Insgesamt mag ich den Band wirklich gerne, vor allen Dingen, weil er am Ende auch einen Ausblick darauf bietet, wie Al-Anfa danach aussieht. Wer also wirklich im aktuellen Al-Anfa spielen will, der sollte sich diesen Band zumindest mal zum Reingucken ausleihen oder sonst irgendwie anschaffen, denn danach hat sich einiges geändert, gerade wie es zwischen Granden und Fahne, also den einfachen Einwohnern, steht und ein paar politische Dinge sind grundsätzlich überworfen worden. Insgesamt hätte ich mir persönlich vielleicht gewünscht, dass der Band sich ein bisschen mehr Zeit nimmt für den zweiten und den dritten Teil, die etwas hastig abgehandelt werden und dafür weniger Raum für den ersten Teil in der Stadt einräumt. Insgesamt vergeben wir 8,5 von 10 Punkten und eine dringende Empfehlung für alle Leute, die immer schon ein Herz für das degenerierte Al-Anfa hatten. Sarah! Fass mein Auto nicht an. Das ist nicht das Anfassen, das ich meinte. Immer wenn wir Filme besprechen, dann sind sie nur auf DVD erschienen und kurz vor der Sendung, in der sie besprochen werden. Diesmal haben wir aus dieser Kategorie super mitgebracht. Nur super. Es ist eine Superhelden-Persiflage und soll angeblich besser sein als Kick-Ass. Außerdem stammt sie vom Autor James Gunn, der unter anderem das Drehbuch von Dawn of the Dead geschrieben hat und am bald kommenden Videospiel Lollipop Chainsaw mitgewirkt hat. Der Film hat nicht gerade das größte Budget, aber immerhin hat es für einige gute Darsteller gereicht. Das mangelnde Budget ist aber auch nicht wirklich das Hauptproblem dieses Films. Eher mangelt es ein bisschen an der Story, die nicht so recht weiß, worauf sie hinaus will. Aber erstmal zu den Grundlagen. Der Loser Frank möchte seine Frau, die er an einen Drogenhändler verloren hat, großartig Kevin Bacon sozusagen, das Glanzlicht des Films, wiederbekommen und dazu wird er spontan zu einem Superhelden. Dafür braucht er allerdings eine Eingebung von Gott, die zugegeben etwas irritierend inszeniert ist und das Ganze für mich auch ein bisschen kaputt macht. Ich möchte keine gewalttätigen Superhelden, die dann auch noch irgendwelche religiösen Fanatismus mitbringen. Seine Haupttätigkeit als Superheld mit Rohrzange scheint aber zu sein, Leute, die sich in einer Schlange vorzudrängen, zusammenzuschlagen und hinter einem Müllcontainer darauf zu warten, dass irgendwelche anderen kleinen Bösewichte vorbeikommen. Sitzt hier nur so rum und wartet. Aufgepeppt wird das Ganze dann durch einen weiblichen Sidekick, der nicht wirklich irgendetwas kann, aber eine Menge Begeisterung und eine gewisse Sexabhängigkeit mit ins Spiel bringt. Das klingt jetzt nicht wirklich so, als wäre Frank einer der sympathischsten Menschen der Welt und das ist auch das Hauptproblem des Films. Wir können nicht wirklich mitfühlen mit ihm und er wirkt irgendwie zu blass und zu träge. Auch der Film kommt nicht so wirklich aus dem Quark für eine ganze Weile und er weiß auch nicht so wirklich, wohin er will oder welche Aussage er machen will. Es wirkt irgendwie nicht aus einem Guss. Manchmal ist er witzig, manchmal ist er rührend, aber größtenteils ist er vor allen Dingen unlogisch. Und der Gewaltgrad ist teilweise schlicht und einfach unpassend. Offensichtlich sollen die Splatter-Szenen schockieren, aber in erster Linie wirken sie einfach fehl am Platz. Für mich ist eher schockierend, wie gut der Film bei Amazon-Kunden abschneidet.
Wir geben insgesamt 4 von 10 möglichen Punkten und empfehlen, lest lieber nochmal Kick-Ass. Das ist so langweilig. Jetzt kommen wir aber zu einem ganz anderen filmischen Beitrag. Wir haben am Anfang ja schon erwähnt, weswegen mein Co-Moderator geflohen ist, dass Heinz möglicherweise wieder da ist. Letztes Wochenende fand zu seinen Ehren die Heinz-Con statt und Leute haben behauptet, sie hätten die schmutzigste aller weißen Eulen wieder gesichtet. Ihr könnt einen kleinen Einblick in diese schnuckelige Pen-and-Paper-Con werfen und schauen, wie die Leute auf den Spuren von Heinz waren. Wir befinden uns hier auf Gut Pfetterli, wo soeben die Heinz-Con zu Ende gegangen ist, die vom Uhrwerk Verlag in Kooperation mit Orkenspalte TV ausgerichtet wurde. Mit mir ist hier Patrick Götz, der Verlagsleiter des Uhrwerk Verlags. Patrick, wie läuft die Uhrwerk-Con denn so? Die Heinz-Con läuft eigentlich ganz okay. Es ist natürlich eine kleine Con, aber fürs erste Mal war das schon schön. Ich glaube, es haben alle Spaß gehabt und keiner hatte Langeweile. Insofern war es gut. Wie sah denn das Programm so aus? Was hattet ihr für Punkte auf der Tagesordnung? Ja, wir hatten natürlich Spielrunden und Demo-Runden für alle möglichen Spiele. Summoner Wars, Myranor, Dungeon Slayers, Hollow Earth Expedition ist, glaube ich, gespielt worden, DSA-Runden. Und ansonsten hatten wir einige Workshops zum Thema Myranor. Wir hatten Workshops zu Musik im Rollenspiel und noch diverse andere. Also es war eigentlich durchgehend irgendwas los. Die Location hier ist ja relativ imposant, kann von der Kamera wahrscheinlich kaum eingefangen werden. Das hier sind nur die ersten beiden Häuser, ja. Wie ist denn die Entscheidung zu so einer Location gekommen und gibt es hier abseits von der Kulisse noch sonst irgendwas, was geboten wurde? Bitte? Die Location war wohl Mayrich Tritter bekannt, die kannte die schon von irgendwelchen Labs und deswegen haben wir dann hier mal die Heinz-Con organisiert. Ja, ansonsten, das Besondere an der Con war halt, dass es hier Vollverpflegung gab. Es gab halt Übernachtungsmöglichkeiten mit richtigen Betten in richtigen Zimmern, mit richtigen Duschen daneben, ja, das ist also eine schöne Deluxe-Con gewesen, sozusagen. Also eine Con mit Rollenspielen, die auch am Sonntag noch sauber sind und nicht stinken. Wenn Sie das wollen, ja. War das denn jetzt so weit ein Erfolg, dass ihr sowas wieder machen wollt? Und wenn ja, wann ungefähr? Von mir aus gerne. Also ich würde sagen, auf jeden Fall wieder machen, auch wieder hier. Und ich denke mal in einem Jahr. Also einmal im Jahr sollte da ausreichend sein. Aber da muss ich mich noch mit Nico und Mario auseinandersetzen oder mit unterhalten, wie sie das sehen natürlich. Ja. Warum heißt die Con denn Heinz-Con und nicht Uhrwerk-Con? Was hat es damit genau auf sich? Ja gut, einmal natürlich, Heinz ist ja so eine Art zweites Maskottchen mittlerweile des Uhrwerk-Verlags. Sie heißt Heinz-Con, weil wir hier auch ein kleines Minilab hatten, wo halt das Mysterium und die Geschichte von Heinz Fetherli weiter erzählt und gesponnen worden ist. Ja. Lebt Heinz noch? Da möchte ich jetzt nichts zu sagen dürfen. Während Super zu dem Trash gehört, mit dem wir nicht so wirklich etwas anfangen konnten, kommt jetzt eine wahre Krönung des Sinnlosen. Und zwar ein neues Bollwerk, Schwerter des Königs Teil 2. Zwei Welten. Uwe Boll hat hier wirklich zu seiner alten Form zurückgefunden und feiert ein wahres Trashfest. Nachdem Schwerter des Königs 1 ein gehöriges Budget in den Sand gesetzt hatte und damit einfach zu teuer war, um in jeder Einstellung einfach kacke auszusehen, hat Schwerter des Königs 2 so großartige Kulissen wie einen Nadelwald oder Pappmaché-Bogen, die aussehen, als hätte man Games Workshop-Utensilien ein bisschen vergrößert. Der einzige Star ist diesmal Dolph Lundgren, der auch wirklich überhaupt keine Lust hatte, bei diesem Film mitzudrehen und das auch ziemlich deutlich ausstrahlt. Ich habe das Gefühl, im Schwarzen Wald ist die Größe doch wichtig. Er spielt im Grunde sich selber als alternden, aber toughen Soldaten, der kleinen Kindern Kampfsport beibringt und dann wider seinen Willen in eine Fantasy-Welt gesaugt wird, aber nie auch nur ein einziges Mal seinen 80er-Jahre-Parker ablegt. Passend, in den 80er Jahren hat man sowas auch öfter gemacht, um Budget zu sparen. From a distant galaxy, they have come to Earth. Dolph Lundgren as He-Man, Frank Langella as Skeletor. Die anderen Kostüme wurden angeblich von den hinterletzten Komparsen aus dem aktuellen Robin Hood-Streifen ausgeliehen und so sehen sie auch aus. Praktisch jeder männliche Darsteller darf sich hier über wunderschöne Strumpfhosen freuen. Übrigens, die Rüstung, die Dolph auf dem Cover trägt, hat er natürlich nie selber an. Auch die Burg kommt nicht vor und der Drache sieht irgendwie anders aus. Die Tussi hier haben wir auch nicht wirklich gesehen. Es sei denn, es soll die Heilerin sein, aber dann hat sie das Falsche an. Und überhaupt. Die Story ist so unlogisch voller Plotlöcher und unnötiger Twists, dass wir eigentlich nicht näher darauf eingehen wollen, außer zu sagen, das große Böse hört hier auf den Namen die Heilige Mutter. Trotzdem ist es der erste Boll-Film seit langem, der uns wieder richtig gut unterhalten hat, weil er einfach so schlecht ist, dass man sich köstlich amüsieren kann. Im Trailer sieht man übrigens praktisch nichts anderes, außer Dolph Lundgren, der irgendwelchen Leuten im Wald auf die Ömme haut. Und eigentlich ist das auch alles, was wir im Film zu sehen bekommen, aber was anderes wollen wir ja auch nicht. Als Film wollen wir diesem Machwerk 2 von 10 möglichen Punkten geben. Als grandioses Trashfest allerdings 8 von 10 möglichen. Das ergibt insgesamt 10. Egal, das wäre die beste Wertung, die wir jemals vergeben haben. Machen wir besser weiter.
wohl. You better get the hell out of here. Wir hatten in der letzten Sendung ja schon was für Leute, die Steampunk mögen, und diesmal wird es sogar noch besser. Es geht nämlich um Clockworks. Das ist ein Comic, der im viktorianischen England spielt, aber natürlich mit mechanischen Aufbesserungen, also exakt das, was man sich als Steampunk wünscht. Die Aufbesserungen hören hier auf den Namen Clocks und sind tatsächlich gar nicht so häufig. Das heißt, es geht hier um eine mysteriöse Organisation, die diese Dinger versucht ins Land zu schmuggeln, um an irgendeine seltsame Energiequelle unter London heranzukommen. Die Hauptfigur ist allerdings ein ehemaliger Scotland Yard-Ermittler namens Matt Thorough, der einen ziemlich tragischen Hintergrund hat und sich auf eigene Faust jetzt, wo er arbeitslos ist, auf Ermittlungen macht, was es mit diesen Clocks und seltsamen Todesfällen in London auf sich hat. Eine andere Figur sehen wir schon auf dem Cover. Molly Vane ist tough, cool und versucht, irgendetwas in dieser Welt zum Besseren zu wenden, indem sie sich gegen diese mysteriöse Organisation namens Golden Shell stellt. Insgesamt lebt dieser Comic von seiner sehr akkuraten Darstellung des Londons der Zeit, plus Steampunk halt, und von seinen Charakteren, die einfach kantig sind und rau genug, um wirklich einen anzusprechen. Allerdings gibt es hier ein bisschen zu viel Exposition zum Hintergrund der Figuren und auch zum Hintergrund der Welt auf zu engem Raum. Das mag aber auch daran liegen, dass Clockworks erstmal nur ein Zweiteiler ist, das heißt, mit dem nächsten Band ist der Teil, der in London spielt, auch schon wieder zu Ende. Die haben also offensichtlich versucht, hier ein bisschen zu viel in den engen Raum zu quetschen und ihre Ideen zu präsentieren. Das Artwork ist aber wirklich schön und gerade bei technischen Details oder bei Architektur glänzt das Ganze wirklich. Die Farben sind sehr schön gelungen und fangen die Atmosphäre, dieses etwas rauchig düstere, sehr gut ein. Insgesamt vergeben wir 8 von 10 möglichen Punkten und empfehlen es jedem Steampunk-Fan. Mass Effect 3 ist erschienen und viele Leute ärgern sich jetzt schon über das Ende und fordern, dass BioWare ein neues macht, aber ein Produkt zu dem Thema ist über alle Zweifel erhaben, und zwar dieses wunderschöne Artbook The Art of the Mass Effect Universe. Der Band umfasst die Entwürfe für alle 3 Spiele, das heißt, wer das dritte noch nicht durch hat und sich nicht spoilern will, sollte erst nur die ersten beiden Teile durchblättern und sich anschauen. Aber die sind auf jeden Fall schon sehr interessant. Man erfährt zum Beispiel viel darüber, wie die Völker zu ihrem endgültigen Aussehen gekommen sind, was die Gedanken dahinter war und wie das Design sich entwickelt hat. Dazu kommen lauter Kleinigkeiten, ein paar Informationen, die in kurzen Texten versteckt sind, wie die Charaktere angelegt sind, dass man sie zum Beispiel mögen sollte oder auch nicht, was an jemandem sexy wirken sollte, zum Beispiel an den Asari, oder was halt eben irgendwie brutal wirken sollte an den Kroganern. Die sind zum Beispiel ursprünglich entstanden aus dem Gesicht einer Fledermaus. Wenn man es weiß, erkennt man es auch irgendwie ein bisschen, aber ich finde es immer sehr interessant zu sehen, was alles hinter dem Entstehungsprozess von so einem großen Werk wie diesen Spielen liegt. Bei der Collector's Edition von Mass Effect 3 liegt hier auch ein Artbook bei, aber das beschäftigt sich erstens nur mit Mass Effect 3 und zweitens hat es gerade mal die Größe einer Postkarte. In diesem Format hier kann man die Artworks wirklich genießen, zum Beispiel auch diese großen Panoramabilder hier. Ich persönlich habe das Buch jetzt schon öfters durchgeblättert und mir die einzelnen Anmerkungen durchgelesen und muss sagen, ich bin extrem neidisch auf den Job, den die Leute da haben, und mehr kann man sich eigentlich gar nicht wünschen als Fan, als einen so ausführlichen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen. Ich bin auf jeden Fall ziemlich begeistert und muss sagen, die haben sehr talentierte Entwurfkünstler hier. Insgesamt möchte ich dem Band tatsächlich 9 von 10 möglichen Punkten geben, aber denkt dran, ich bin ein großer Fan. Trotzdem, es ist wirklich ein sehr schönes Buch geworden und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, denn für dieses dicke, vollfarbige Ding müssen wir nur 27 Euro bezahlen. Kommen wir zum letzten Artikel der Sendung, Wege nach Myrinor. Das ist der Erschaffungsband im Rahmen der Überarbeitung von Myrinor, dem Schwesterkontinent von Aventurien in der Welt von Das Schwarze Auge. Das wird ja alles jetzt frisch überarbeitet, das alte Hardcover ist ja auch schon eine Weile raus. Und zusammen mit Wege nach Myrinor wird es da noch eine Weltenbeschreibung geben, die einmal in dem Band unter dem Sternenpfeiler und in einem zweiten passenden Band über den Süden des Kontinentes abgehandelt wird. Wie gesagt, geht es hier um die Erschaffungsregeln für myranische Charaktere. Die sollen das Baukastenprinzip, nach dem DSA grundsätzlich arbeitet, nicht über den Haufen werfen, aber deutlich schlanker machen und leichter für Einsteiger zu verstehen. An Rassen sind unter anderem auch ein paar neue dabei, die noch ein paar Exoten mehr reinbringen. Aber auch die Menschen wurden insofern überarbeitet, als dass es nicht mehr wirklich die Unterscheidung gibt in Menschen aus diesem Teil des Imperiums, Menschen aus jenem Teil des Imperiums. Denn bei den Kulturen wurde hier gespart. Es gibt jetzt noch 7 Grundkulturen, wie zum Beispiel Nomaden oder Seefahrend, die man verwenden kann, um alle verschiedenen Kulturen des Imperiums abzubilden. Der Gedanke dahinter ist, dass Myrinor einfach ein viel zu großes Spielfeld ist, um wirklich jeden kleinen Fitzel mit einer eigenen Kultur auszustatten. Stattdessen kann hier jeder seine eigene bauen.
Leute, die nicht die besten Kopfrechner sind, werden sich hier freuen, dass man Rücksicht auf sie genommen hat. Das komplizierte DSA-System wurde nämlich dahingehend vereinfacht, als dass alle Kulturen auf null gerechnet sind. Man muss also keine Punkte dafür ausgeben bei der Charaktererschaffung. Und auch die meisten Berufe sind so ausgerechnet, dass man ebenfalls nichts bezahlen muss. Ausnahmen machen nur ganz wenige spezielle Berufe und die magischen Berufe, die mit einzelnen Kulturaufsätzen bearbeitet werden. Ansonsten ist noch drin, was man überhaupt noch alles brauchen kann, wie zum Beispiel Vorteile, Nachteile, Gaben, Sonderfertigkeiten und natürlich die Ausrüstung. Was mir aber besonders gefallen hat, ist, dass hier nochmal näher auf die Regeln eingegangen wird, um eigene Rassen, Kulturen und Berufe zu erschaffen und wie man die am besten verrechnet, damit man da keine Probleme mitbekommt. Es kann sich also hier jeder ein einbeiniges Wesen mit drei Armen machen, das alle Sprachen fließend spricht. Und angeblich sind die Regeln auch so gedacht, dass man einen kleinen Drachen als Spielcharakter erstellen kann. Insgesamt sind sämtliche Charaktere, die hiermit erstellt werden, natürlich vollständig auch mit dem aktuellen DSA-Aventurien regelkonform. Man könnte auch zum Beispiel versuchen, durch riesenwüchsig und andere Vorteile einen Troll zu erstellen, müsste dann wahrscheinlich bei der Intelligenz ein bisschen sparen und könnte den auch in Aventurien spielen. Insgesamt ein wirklich guter und übersichtlicher Band, der das Erschaffungschaos von DSA ein bisschen mildert und vor allen Dingen an den richtigen Stellen nochmal die wichtigen Tabellen wiederholt, sodass man nicht ständig absolut ein Blätterchaos ausbricht. Wir vergeben hier keine Wertung, weil das Ganze vom Uhrwerk Verlag ist, für den wir auch selber arbeiten. Das wäre so ein bisschen wie sich selber auf die Schulter klopfen. Aber wer Myrhanor spielt, der wird es hiermit einfacher haben. Mit diesem letzten Batzen Rollenspiel schließen wir auch die Sendung. Übrigens, wer noch mehr Rollenspiel will, wer sozusagen die Überdosis von Rollenspiel will, der sieht uns auf der RPC im Mai. Tschüss und bis dann oder bis zur nächsten Sendung.